Expert Candy Stars Modenschau hier präsentiert. Ganz tolle Mode. Ja, und jetzt geht's bei uns weiter mit Essen. Herrlich, Danzer erwartet schon drüben. Und es gibt jetzt was ganz was Besonderes. Es geht nämlich, ich sag's einfach schlicht die Blume, Rosen. Ja, klar, aber nicht Rosen in Dosen, sondern Rosen richtig mit Blatt. Und das haben wir sowohl im Salat als auch im Sekt, als auch in der Suppe. Im Topf. Ganz klar. Ja, haben wir nicht. Es geht ja auch kochen, also muss es im Topf sein. Ja, begrüßen Sie mit mir Michael Heidrich von Rose Gardens. Ja. Michael, wir müssen gleich mit dem Sekt anfangen. Wir sind leider ein bisschen zu spät dran, da hat was ein bisschen lange gedauert. Und deswegen müssen wir gleich mit dem Sekt und Sekko anfangen. Was ist da drin? Wir haben ein bisschen vorbereitet, also das ist bei jeder Kochshow im Fernsehen auch nicht anders, da ist ein bisschen vorbereitet. Da ist drin ein Rosenlikör und etwas Rosenwasser. Und aufgegossen mit dem wunderbaren Brausewein von der Familie Brausewein. Deswegen heißt es Brausewein und der Stand ist genau hier hinten. Die Sabrina winkt und der Matthias winkt auch. Winkt es mal zurück. Da kommt nämlich euer Sekko her. Das gibt einen leckeren Rosensekt. Ja, lassen Sie sich schmecken. Ein schöner Aperitif, wenn man Gäste hat. Und schnell gemacht. Was ist der Unterschied zwischen, jetzt müssen wir erstmal kochen, dann können wir danach kochen. Ich muss jetzt erstmal das zu Potte bringen. Ich habe ganz einfach Kartoffeln klein geschnitten, mehlig kochende. Das denke ich, brauche ich hier nicht vorführen. Wenn man Kartoffeln schält und schneidet. Naja, es gibt sicherlich welche, die können das nicht. Weil rohe Kartoffeln gibt es, glaube ich, noch nicht im Bäckle, oder? Ah ja, ich glaube, es gibt in der Zwischenzeit alles im Bäckle. Neulich hat ein Koch extra ganz gestresst in der Kochshow Pfannkuchen gemacht, weil er im Supermarkt entdeckt hat, dass den Pfannkuchenteig schon fertig aus der Tube, aus einer Flasche gibt, wie den Honig. Ne? Weil er gesagt hat, ich muss jetzt Zeichen über Pfannkuchen machen. Aber wir glauben, dass Sie das mit den Kartoffeln... Dasselbe habe ich mit dem Hokkaido-Kürbis gemacht. Putzen weggeschnitten, auskühlt, also sprich die Kerne raus. In Streifen geschnitten und dann zu kleinen Würfeln geschnitten. Ich habe sie das mal ein wenig kleiner geschnitten, damit sie ein wenig schneller kochen. Weil der Herr hat mir mit Sicherheit 4 Mails geschrieben, dass ich also maximal eine halbe Stunde Zeit habe. Genau. Und da muss das Zeug weich sein, damit es eine Suppe gibt. Der macht bloß auf 5. Nein. So. Schauen wir mal, ob mein Dekorator auch passt, ja, dann sehen wir was. Okay, deshalb, das Wichtigste habe ich natürlich vergessen. Rosen. Da können natürlich Rosen mit hinein. Rosen in Dosen. Da werden jetzt nur ein paar mit hineingegeben, die dem Sud schon mitkochen. Ja, zum Wohl. Bitte, probieren Sie mit der Wahl den Rosensekko. Und nachdem das kocht, kannst du jetzt trotzdem kurz erklären, was der Unterschied zwischen Rosenwasser und Rosensirup ist. Also, das Rosenwasser ist, entsteht beim Produzieren des Rosenöls, ist ein Hydrolat. Ein was? Ein Hydrolat. Also im Prinzip wie ein destilliertes Wasser, das im Prinzip bei der Gewinnung des Öls entsteht. Und in dem destillierten Wasser ist halt der Rosengeschmack mit drin. Und das nimmt man zum Kochen, zum Backen, für indische Gerichte wird es viel verwendet. Das ist das Wasser. Beim Rosenwasser muss man aufpassen, dass es Lebensmittelqualität ist. Es gibt natürlich auch eine kosmetische Qualität. Die Lebensmittelqualität kann ich auch für die Kosmetik nehmen, aber umgekehrt geht es nicht. Das ist einsehbar, ja. So. Und der Rosensirup, ja, das ist was Süßes, ohne Alkohol auch. Das nehmen wir jetzt dann gleich mit für die Salatsauce und dann gibt es noch den Rosenlikör, das ist dann mit Alkohol, der ist im Sekt drin. Man kann den Sekt natürlich auch mit Rosensirup machen und mit dem Rosensirup kann man auch Mineralwasser aufmischen, also wer keinen Alkohol haben möchte. Aber so. Da haben wir niemanden da, glaube ich. Will jemand keinen Alkohol? Eben, sag ich. Okay, wir haben einen gemischten Blattsalat. Den brauche ich auch nicht vorführen, wie man Salat putzt und wäscht. Aber vielleicht... Das mit der Rose muss man mal zeigen. Mit der Rose, das muss man natürlich zeigen. Dazu mache ich dann erst einmal die Salatsauce. Aber damit Sie schon mal wissen, von was ich rede mit den Rosen, gebe ich die mal rum.
heute früh frisch geerntet. Eine Rose, die muss duften. Ja, da darf man sich mal die Nase reinhalten. Eine Rose, die nicht duftet, schmeckt auch nicht. Die schmeckt auch nicht. Die schmeckt nach nichts. Eine Rose, die duftet, die stark duftet, all die englische Sorten, David Austin Rosen, die geben also richtig schön Geschmack ab. Ich mache jetzt, bevor ich die Rose verarbeite, mal die Salatsoße. Da haben wir einen Bio-Rosen-Balsam-Essig aus der Schweiz. Der ist ganz lecker. Da gehen wir ein bisschen was mit rein. Nachdem wir ein bisschen mehr schon aufhören. Dann ist wichtig, wenn ich ein Dressing mache für einen Rosensalat, dass wir ein neutrales Öl nehmen. Also möglichst kein Olivenöl, weil das Olivenöl hat zu viel Eigengeschmack. Ich nehme immer ein Rapsöl. Oder ein Sonnenblumenöl wahrscheinlich. Sonnenblumen, Rapsöl, irgendwas Neutrales am Öl. Dann kommt rein unsere Senfrosen. Senf und Rosen, Sie hören richtig. Das schmeckt super. Genial zum Lachs. Genial zum Lachs, zum Forellenfilet, zu Käse, zu Eier. Im Prinzip zu allem, wo man süßen Senf oder Preiselbeeren zu isst. Und die Senfrosen sind ganze Körner, grob geschobener Senf und feingemahlener Senf mit viel Rosenblütenblätter und einem Rosenessig zu den Senfrosen verkocht. Und da darf man also ruhig auch ein, zwei Löffel dazugeben. Der Senf ist der Emulgator in dem Fall, der bindet das Ganze. So, dann brauchen wir Salz und Pfeffer. Die Dosierung wird von jemandem vorgeschlagen, der diese Dinge auch im Laden verkauft. Also von daher. Ja. Wir haben Deutschlands wohl umfangreichstes Rosenkulinarium, alles aus der Rose, was man essen und trinken kann. Und dass ich das Zeug gern mache, sieht man bei mir im Profil. Andere haben ihr Profil im Internet, ich habe es immer dabei. Wobei die Rose selbst an sich nicht dick macht. Die Rose macht ja nicht, aber das, was sie außen rum macht. Ich habe gestern Abend eine Kochshow bei uns im Laden gehabt, da habe ich das, was wir letztes Jahr hier gekocht haben. Also nicht die Nudeln vom letzten Jahr, aber das Rezept. Nudeln, Nudeln in Rosensahnesoße, und das hat natürlich schon ein bisschen einen Gehalt. Da tue ich jetzt ein bisschen einen Rosensirup mit Mai als Süße. Kann man auch einen Zucker rein tun. Und auch, aber kam da, deswegen habe ich Sirup drin. Auch ein bisschen ein Rosenwasser. So, dann brauchen wir dann nach dem Rosenwasser noch ein wenig normales Wasser. Ist das auch Golden Number Leitungswasser. Und dann brauche ich meinen Golden Mixer. Kannst du da ein Stück rüber gehen? Genau. Und dann rühren wir das einfach mal kurz auf. Ich mache das auch immer mit dem Messer, weil dann ist der Senf noch ein bisschen feinkörniger. Aber der Senf hat sehr große, dicke Körner. Ja. Aber es ist beim Lachs feiner mit der Salatsoße vielleicht. Und das gehen wir einfach drüber, das Salatbesteck. Bitteschön. Und dann ist wichtig, dass man den Salat gut durchmischt. Das alles noch bevor es um die Rose geht. Ja? Also jetzt habe ich zwar die Rose schon in der Soße, ja? Also im Dressing, wie man neudeutsch sagt, aber ich habe die Rose noch nicht dabei. Und jetzt das kleine Messer da. Wenn man im Garten schöne Rosen hat, eine gelbe, eine rote, eine rosane, dann ist das natürlich wunderschön fürs Auge. Wichtig ist, die müssen stark duften, müssen relativ weit sein, aber noch nicht abfallen. Dann nimmt die an die Hand und dreht hinten den Strunk raus. Schaut, dass die Körnle mit rausgehen. Und die Tierchen. Und entweder nimmt man den Daumennagel und macht das Weiße hinten einfach weg oder man schneidet einfach den Strunk hinten ab. Weil das Weiße kann bitter sein. Das Weiße kann leicht bitter sein und das streut man locker über den Salat. Wenn Sie das während der Hochzeit machen, können Sie praktisch gleichzeitig den Salat mit anrichten. Also eine rosane, eine gelbe. Aber die rote muss man machen. Rote. Dann hat es mehr Hochzeitscharakter. Ja. Die sind hinter uns immer die Hochzeiten, ja.
Ja, ständig. Dann habe ich noch eine, die bei Ihnen liegt. Und die kochen wir jetzt auch. Die ist nämlich ganz lecker. Nee, nicht weggebrochen. So. Ja, und die Rosenblüten werden immer ganz am Schluss untergehoben. Wie im Prinzip bei einer Nachspeise die Sahne, weil sonst fällt es zusammen. Und da ist es genauso, die Rosenblüten halten nicht so lange den Essig aus. Ja, wenn ich die recht lang in dem Essig stehen lasse, dann werden die braun, dann werden die unansehnlich. Also die Rosenblüten werden ganz am Schluss locker untergehoben. Komm, locker. So, dann haben wir die angeschnitten. Die Rosenblüten. So. Dann noch drauf, oder? 2, 3 oben drauf. Na, mal gut aushecken jetzt. Dann geht's schon an den Helmut. Der für uns den Service macht. Vom Restaurant Estragon ist. Der das auch ganz wunderbar mit den Glasschüsseln kann. 3 Glasschüsseln gleichzeitig. Obwohl er Glasschüsseln gar nicht mag. Gibst du mir noch Glasschüssel? Ja. Kann ich noch von vorne? Ja. Glasschüssel gibt's mir noch. Die Leute sind schon noch verdient, aber die Kinder da weg, weil sie nur wieder wegmachen. Ja. Okay. So. Guten Appetit. Wir probieren es jetzt. In der Zwischenzeit fahren wir wieder nach der Suppe. Wie ist es mit dem Salat? Kann man essen? Und ist doch auch was fürs Auge, ne? Also, und das ist was man relativ einfach auch zu Hause machen kann, ohne jetzt großartig der super Sternekoch zu sein zu müssen. Jetzt habe ich vergessen, dass da keine Zwiebeln drin sind. Hat es jemand gemerkt? Ja. Habe ich extra vorhin noch eine geholt. Das ist, wenn man einfach zu schnell ist. Ja. Na, schauen wir mal, wie es mit der Zeit ausgeht. Dann gibt es halt den Salat nicht. Aber ich glaube, wenn du es nicht herstellst, hättest du es gar nicht gemerkt. Ja. Aber der ist auch durch die Senfrosen, ist der schon... Wunderbar. Wir wollten es absichtlich mal zeigen, das geht auch ohne Zwiebel sehr gut. Haben wir gedacht, wahrscheinlich mögen sie gar keine Zwiebel, haben wir sie mal vorsichtshalber weggelassen. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt muss man zwischendrin natürlich auch mal erklären, warum du dich so gut mit Rosen auskennst und vor allem, wo man diese ganzen Produkte auch kaufen kann. Denn das hilft dir alles nichts, wenn du nur sagst, dass es es gibt, sondern wir müssen auch wissen, wo. Also, das gibt es bei Rostkarten, sind wir vor dem Sterngasse. Wir sind beim Parkhaus Sternort direkt um die Ecke rum, Richtung, also zwischen Kaufhof und Opernhaus ist die vor der Sterngasse, falls jemand die nicht kennt. Ja, und wir haben 4000 Artikel auf 120 Quadratmeter rund um die Rose. Die können nicht wahnsinnig groß sein, diese Artikel, ne? Also deswegen sind das meistens kleine Fläschchen, sonst würde das gar nicht reinbringen. Also ursprünglich haben wir Körperpflegeprodukte, Düfte, Seifen, Duschgel, rund um die Nassrasur für Herren. Aber irgendwann ist man sauber und dann hat man Hunger. Ist man sauber, ne? und dann muss man sich innerlich dann pflegen. Der Rose auch weiter machen. Englische Kekse, Tees, Marmeladen und eben auch sehr viele
Rosenmarmeladen, Rosengelees, Rosensirup, Rosenwasser. Rosen gibt es auch Rosen in Dosen, weil sich das so schön reimt? Na, Rosen in Dosen nicht, aber den Rosensekt ja. haben wir auch fertig in der Flasche. Also na, Rosen in Flaschen reimt sich ja, wenn nicht. Rosen in Dosen sind schöner. Geschichten. Mach doch mal was mit Rosen in Dosen. Ja, ich da noch meine Rosenblüten. Wenn jemand. Ja, eben, sag ich ja. Sie sehen da immer die Geschäftsideen und niemand macht was draus. Sie sehen da immer ein Tuch drauf auf meine Schüssel. Wenn man Rosen verarbeitet, die habe ich jetzt vorhin geschnitten, dass wir auf die Suppe oben was drauf haben. Wenn man Rosen verarbeitet und will sie lagern im Kühlschrank, auch als ganze Blüten lagern, bitte niemals einen Deckel auf so eine Schüssel drauf tun. Da ersticken die Rosen, die werden ihnen schneller braun, wie sie schauer können. Wichtig ist auch, nicht zu kühl lagern, also im Prinzip so lagern wie ein Salat. Und einfach in eine Plastikschüssel rein und oder Edelstahl oder Glas. Ein nasses Tuch drauf. Also das nass, aber nicht so, dass es nicht tropft. Ja, aber auch nicht so, dass es bloß feucht ist, sondern schon richtig nass. Und die Blüte braucht die Feuchtigkeit, um frisch zu bleiben. Ja, die Kühle ja, aber die Feuchtigkeit, um frisch zu bleiben. Wenn Sie die einfach so im Kühlschrank einstellen, trocknet die aus im Kühlschrank. Ja, darum immer ein Tuch oben drauf geben und dann können Sie eine gezupfte Rosenblüte, die am Strang ist, locker 3, 4, 5 Tage aufheben, wenn es frisch ist, wenn Sie es frisch vom Garten haben. Wichtig ist, in der Rosenküche hat eine Floristikblume nichts zu suchen. Die sind in der Regel gespritzt. Ja, können in der Küche nicht verarbeiten. Da kommt man nicht auf die Idee. Also die sind heute früh von einer Kundschaft von mir, weil die sind mir braun geworden und dann haben die gestern Abend von meinem Malheur gehört und haben gesagt, na, da kommst du doch zu mir in den Garten, wir spritzen unsere Rosen nicht und wir haben so schöne, die fangen jetzt wieder sprühen an. Na, also, das ist doch schön. So, schauen wir mal, jetzt brauche ich eine Trippel. Schauen, ob das Zeug da warm ist, weich ist. Und beim Warm ist es sicher, ob es schon weich ist, wissen wir noch nicht ganz genau. Warum ist denn das jetzt auf 5? Das haben wir doch vorher gemacht. Weil es Reis so schnell gekocht hat, dann kochen wir uns mit 5 immer noch. So, wenn Sie sich wundern, was ich hier mache, mein Name ist Heinrich Danzer, ich bin von den Möbelmachern und wir bauen solche Küchen. Und zwar in Einzelanfertigung und wenn wir gemeinsam mit unseren Kunden Küchen entwerfen, über Kunden besprechen, dann kochen wir auch zusammen. Und aus diesem Zusammenhang sind irgendwann im Jahr 2000, gell, jetzt muss es auch wieder runterfahren. Ja? Sind irgendwann im Jahr 2000 die Kochshows entstanden und in der Zwischenzeit haben wir mit gut 50 Köchen zusammengearbeitet und haben. Jetzt, wenn du noch sagst, wo du meinen Schöpflöffel nie versteckt hast. Deinen Schöpflöffel habe ich nie in der Hand gehabt. Das war deiner, ich weiß, ja, aber irgendwo muss er doch sein. Ja, wahrscheinlich ist er irgendwo. Wenn es nicht der ist, mit deiner Schüssel ist er. Also, dann würde ich mal sagen. So, während du da quatschst, tue ich hier ein bisschen das Wasser abschöpfen, weil wir brauchen natürlich nicht so viel Suppe. Das war, also ich habe die Kartoffeln, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, ich habe die Kartoffeln und die Kürbis in einer Gemüsebrühe gekocht, weil die Gemüsebrühe dann auch gleich die ja, wasserliche Grundlage ist zu der Suppe. Die Kartoffel ist das Bindemittel. Und nun tust du mal die Milch und die Sahne raus. So, dann kommt das wieder hinein. Ich habe jetzt ungefähr so ein Stück von der Gemüsebrühe drin lassen, damit es gleich sämig genug wird. Damit es gleich halt nicht zu fest wird. So, und dann einfach mit einem Passierstab das Ganze musig machen und da bleiben auch diese mitgekochten Blütenblätter mit drin. Wenn diese Blütenblätter frische Blätter sind, dann passieren die sich ganz einfach mit durch. Man kann das auch, alles was man kocht, mit getrockneten Blütenblättern machen, bloß die muss ich dann also vom Verarbeiten ab sein, weil die werden wie Leder. Ja, die da beißt man andere auf rum. Ne?
Punkt zu. Rucksack. Ich nehme mal gleich ein wenig Abstand. Ja, da muss man ihn runterdrehen, weil sonst ploppt es. Ja. Und dann muss man halt auch immer wieder erwähnen, von der Gemüsebrühe zugeben, damit es nicht zu fest wird. Und du bist in guter Gesellschaft. Ich habe im Jahr 2002 mal mit dem Ralf Zacherl gekocht. Da war dann gerade so deine berühmteste Zeit und da war er auf der grünen Lust und hat dann auch mit so einem Start gemacht und hat es dann geschafft, dass wirklich die ganze Mannschaft, also alle drei, die in der Küche standen, so komplett von oben bis unten grün waren. So gesehen haben wir das noch ganz gut erwischt heute. Aber der Abstand halt mir trotzdem gut. Sicherheitshalber. Ja. So. Während im Rühren kommt auch schon ein bisschen der Sahne mit hinein. Und man kann dann auch mit einer Menge Milch das Ganze noch ein wenig strecken. Wenn Sie sich nicht merken können, was hier alles gerade gekocht wird, Sie finden die Rezepte der letzten 14 Jahre unter die-meubelmacher.de/Rezepte, beziehungsweise wenn Sie einfach auf die Homepage der Möbelmacher gehen, ist das Symbol der Bio-Erleben gleich auf der Startseite und dort haben Sie dann das ganze Programm und neben dem Programm steht jeweils das Gericht, das unsere Köche gekocht haben und da ist dann auch das Rezept verlinkt. Also da kann man sich runterladen, da kann man machen, was man will und man kann es vor allem kochen. Wenn Sie selber kochen wollen, braucht es natürlich eine Küche der Möbelmacher, sonst schmeckt das nicht so richtig. Dann würzen nach Belieben, also Salz, Pfeffer, kommt natürlich da mit hinein. Dann kommt da hinein etwas von dem Rosensirup und vor allem etwas von dem Rosenwasser. Und da muss man auch sich rantasten an das Rosenwasser, dass man nicht zu viel erwischt. Das war jetzt nicht passend, das war schon vier, fünf, oder? Ich bin da immer etwas großzügig. Es soll ja auch nach Rose schmecken. Ja. Mit dem Rosenwasser ist es wesentlich einfacher zu kochen und auch Nachspeisen und so zu machen, als mit Rosenöl. Beim Rosenöl, wenn man eine große Schale mit Bohle macht zum Beispiel, wenn man einen Tropfen rein, ist das wunderbar lecker. Nimmt man einen zweiten Tropfen rein, kannst das Ding in den Müll schmürzen. Ja, also Rosenöl ist relativ gefährlich in der Dosierung. Beim Rosenwasser merkt man, okay, das ist noch nicht rosig genug und dann schütten wir einfach nochmal irgendwas rein. Das ist also einfacher zu dosieren. Gibt es auch einen Rosenschnaps? Ja, einen Rosengeist gibt es. Den Rosengeist, der wird bei uns bei den Marmeladen mitverkocht. Aha. Unser Petra, ihr Mann, also die, wo die Rosenmarmelade kocht, ihr Mann hat ein Brennrecht und der brennt Rosengeist. Ja, der hat also so zum Blindwerden, ist der normalerweise gedacht. Okay. Also so zum normalen Kosten. Wenn man vom Rosengeist blind wird, dann sieht man wenigstens immer Rosen vor sich. Oder? Also ist er nicht geeignet, aber er erhält in der Rosenmarmelade die schöne rote Farbe und ist ein Geschmacksträger. Wir brauchen in unserer Rosenmarmelade dadurch also keine Rotwein oder sonstige rotmachende rote Beete oder sonst was, sondern das ist einfach in der Rosenmarmelade auch nur die Rose. Macht er das mit roten Rosen, oder? Aber die Farbe kriegst du doch vom Schnaps, vom Brand, kriegst du doch keine Farbe. Nein, die Rose ist ja rot. Ja. Das ist ja rot gerecht. Das ist eine sehr dunkelrote, feinblättrige Rose. Aha. Und die, wenn ich normal verarbeite zu einer Marmelade oder hier zum Sirup, dann wird es braun. Das oxidiert ins Bräunliche, wie ein Apfel, wenn man keinen Zitronensaft dran gibt. Ja. Und durch den Rosengeist wird der Oxidationsprozess unterbrochen. Bleibt die Farbe von der roten Rose in der Marmelade erhalten, aber das Rosen. Die bleibt der Rosengeist ist nicht rot. Jetzt habe ich es begriffen. Der Rosengeist ist durchsichtig. Ist, ja, genau. Der richtige Hochprozentige. So, eine spannende Suppe. So, ein paar Blüten mit hinein.
Ganz am Schluss. Genau. So, dann der Moment, wo der Koch abschmecken darf, das Ding auch schmeckt. Wenn er jetzt geht, dann... So wie erwartet, Tausende beobachten dich. Das ist die Stelle, an der der Eurovision-Song kommt, weil er die Live-Übertragung beginnt. Ein bisschen der Rosenwasser verträgt sie noch. Okay. Ja, ich hab mit Milch gearbeitet. Und das reduziert. Und alles, was Milch und Sahne, nimmt etwas von dem Rosengeschmack zurück. Da braucht man dann etwas mehr. Aber sie wird einfach etwas sämlicher durch die Milch und durch die Sahne. So. Der ist verspritzt, den nehme ich da mal drauf für meinen Friller. Kann man das auch anrichten? Jetzt können wir anrichten. Na, wow. Ich bin ein Sabberer, ich sehe das schon. 25. Ja, so was. Jedes Geschirr. Ja. Das ist den ganzen Tag. Ja, das ist schon das Vorteil. Nein, genau. So. Wir werden nicht glauben, was oben als Dekoration drauf kommt. Natürlich, Rosen, frische Rosen. Die habe ich jetzt fein geschnitten, klein geschnitten. Die, darf man nicht so drauf rumbeißen, die Rosenblüten, die ich heute früh bekommen habe, waren etwas großflächiger vom Blütenblatt. Und dann hat man natürlich in der Suppe relativ große Blätter, das mag nicht jeder. Und der Geschmack ist ja, wenn man sie klein schneidet, auch etwas intensiver, weil das ätherische Öl ja dann schon besser aus der Blüte rauskommt. Naja, im Salat ist das große Blatt okay, weil man die anderen Blätter ja auch hat, aber da ist in der Suppe, glaube ich, so schöner. Glaube ich auch. Also, wenn Sie das Ganze alles zur Rose brauchen, gehen Sie zu Rose Gardens in der vorderen Sterngasse. Welche Nummer? 24. Ganz normale Nürnberger Öffnungszeiten habt ihr. 9:30 bis 19 Uhr und am Samstag im Sommer bis 16 Uhr und im Winter bis 18 Uhr. Echt? Ja. Ist das normale Nummer oder ist das länger? Ja, aber in der Sterngasse, da klappen es im Sommer um 4 Uhr am Samstag die Gehsteig hoch. Ah ja, okay. Und nachdem wir da am Ende sind, ist mit dem hochklappten Gehsteig nicht viel anzufangen. Ja, das kann ich nachvollziehen, ja. Also da gibt es sämtliche Rosenprodukte, die Küche, wie zum Beispiel die hier aus Kirschbaum, in Einzelanfertigung in Unterkrumbach. Wer weiß, wo Unterkrumbach ist? Eieiei, nicht sehr viele. Von hier aus ungefähr 25 Kilometer Richtung Moskau, also nach Osten. Dann sind sie bereits in Hersbruck. Und von Hersbruck aus abbiegen Richtung Oslo, nach Norden, nach 3 Kilometer, sind sie direkt in Unterkrumbach, also direkt neben Hersbruck. Und da ist zum Beispiel auch aus Oberkrumbach ist der Aaron von der Arbeitsplatte, der Kirschbaum ist aus der Nähe von Grafenwöhr, aus Lilling. Da kommt unser, nicht Grafenwöhr, hier ist das andere, Gräfenberg. Jetzt, sorry, ja, irgendwo bei uns oben drin, ne? Grafenwöhr ist der Truppenübungsplatz, das ist eine falsche Baustelle. So hat es mir ungefähr auch erklärt, wie ich das erste Mal da hinfahren habe wollen. Ich habe dann erst einmal versucht, ein Visum zu beantragen. War dann etwas schwierig. Ich habe mich dann also doch lieber aufs Navigationssystem verlassen. Es hat wunderbar funktioniert und ich bin angekommen. Na, immerhin. So kommt man auch an. Ja, siehst, wenn man modern denkt. Für die Bioleben gibt es in diesem Jahr ganz grandiose Flyer. Da haben sie sämtliche Aussteller, hier die Liste mit allen Ausstellern drauf, sie haben sämtliche Stände, das heißt, wenn sie hier irgendwas Tolles entdeckt haben für unsere 3 Bio-Winzer, dann finden sie auch, einen dann auch die Homepage dazu. Ja. Und vom Michael Heidrich gibt's auch eine kleine Karte, die sie mitnehmen können, von den Möbelmachern gibt es unser Jahrbuch, da ist drin, was wir so im Jahr über alles machen, ist alles hier zum Mitnehmen. Und wir sind dann schon so langsam
wir sind schon so langsam fertig. Wir sind durch. Fertig. Jetzt sag mal. Du bist in der Zeit. Ich bin genau in der Zeit. Ja. Ich habe deine 4 E-Mails mit, Achtung, du hast nur 30 Minuten. Ja. Ja, Gut geschafft. Können wir jetzt fast den Time an die Susanne rüber wieder weitergeben. Und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Mitessen. Laden Sie ein. Nachher gibt es gleich um Sekunde, die Uhrzeit weiß ich nicht auswendig. Es gibt um 19.15 Uhr eine Weinprobe, wo genau auch dieser Brausewein, den Sie gerade im Glas haben, verkostet wird. Der Matthias Popp von der Familie Brausewein wird Ihnen hier kleine Weine servieren. Und morgen und übermorgen auch den ganzen Tag über wieder tolle Köche, Kochshows. Besuchen Sie uns auf der Bio erleben und noch einen schönen Abend. Dankeschön. Und Applaus für Michael. Na, wunderbar.